Baden ist unsere Heimat. Badisch ist auch das Lebensgefühl. Mitten in der Region voller Genuss und Lebensfreude. So leben wir und so brauchen wir unser Bier. Skanda, ein Bier wie unser Land. Unsere Brauerei hat eine lange Geschichte, geprägt von visionärem Unternehmertum, im Ländli verwurzelt. Seit der Ludwig Gander 1865 Brauerei gegründet hat, haben wir immer einen guten Riecher gehabt für das, was geht. Unser Familienunternehmen hat sich den jeweiligen Erfordernissen angepasst. Dass Tradition und modern sei, sich nicht widerspricht, ist unsere gelebte Philosophie. Seit 1877 steht unsere Brauerei am Fuß vom Schlossberg im Herz von Freiburg. Mit dem radikalen Umbau und Wandel zur regionalen Biermanufaktur ist Brauerei Gander 2011 ein weiterer Schritt in Zukunft gegangen. Die innovative Anlage setzt Standards bei der Organisation und der Technik. Unsere Ökobilanz überzeugt. Umstellung von Raumkühlung auf die Kühlung von einzelnen Tanks spart bis zu 50% Energie. Zudem verbrauchen wir viel weniger Wasser. Das ist ein Gewinn für die Umwelt. Modernste Technik, die beste natürliche Rohstoff und die hohe Braumeisterkunst. Das macht's, dass Skanda so gut schmeckt. Das Wasser ist die Hauptsache vom Bier. Unser Wasser entspringt aus Schwarzwaldquellen von besonderer Qualität. Durchs Höhletal fließt es ins Himmelreich und läuft am Ende in unsere 20 Meter tiefe Brunnen. Das Braumalz gibt unserem Bier die Farbe und den Geschmack. Das meiste Getreide stammt aus regionalem Anbau. Die Hopfendolde gibt dem Bier das Aroma, der typisch herbe Geschmack und das feste Schaumkrönle auf dem frisch gezapften Bier. Die Hefe bringt die aus dem Malz hergestellte Bierwürze zum Gären. Die ist eine von unseren ganz wertvollen Arbeiterinnen und wird sorgsam von uns selber kultiviert. Der Brauprozess fängt mit dem Maische an. In der Maispfanne wird das geschrotete Malz mit Wasser vermischt und danach auf verschiedene Temperaturstufen erhitzt. Das aktiviert natürliche Enzyme, die in den Malzkörnern stecken. Aus der Stärke vom Getreide wird so Malzzucker. Im Läuterbottich wären jetzt die festen Maischebestandteile von der Flüssigkeit getrennt. Bloß die aus dem Läuterbottich abfließende wertvolle Würze landet in der Sudpfanne, wo dann noch Hopfen dazukommt. Nach dem Kochen in der Sudpfanne findet sich die Würze zuerst im Whirlpool und danach im Würzekühler. Nachher wird noch Hefe dazugegeben. Na, kann's gären. Im Gärtank wird die Hefe aktiv, die verwandelt den Malzzucker aus der Würze in Kohlensäure und Alkohol. Wenn die Hefe das geschafft hat, wird sie abgezogen und das sogenannte Jungbier ist fertig. Dass sie nur das beste Bier genießen können, ist für die hervorragende Produktqualität unser oberstes Gut. Die wird während dem gesamten Herstellungsprozess in einem Fort überprüft.
Nach einer Ruhepause von 4 bis 6 Wochen kommt das Bier in der hochmodernen Abfüllanlage ins Fass. Die robotergesteuerte Palettierungsanlage beschleunigt den Prozess vom Fassreinigen bis hin zur Lagerung. Skanderbier steht für Genuss und große Aromenvielfalt. Ein echt badisches Trinkerlebnis halt. Weil Genuss zum badischen Lebensgefühl gehört. Unsere Gastwirte sind weit über die Region aus für ihre hochwertige Küche berühmt. Wir sind stolz darauf, dass die Wirte unserem Bier ihr Vertrauen schenken. Manche sogar schon seit über 100 Jahren. So ist Skander ein Stück badische Kultur geworden. Baden ist unsere Heimat. Und Skander ist ein Bier wie unser Land.